Ja, das Wort hat der Abgeordnete Rentsch, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, die Frage, wer hat es erfunden, ist nicht zielführend bei der Frage, was hinten rauskommt, sondern zum Schluss ist es, glaube ich, nur recht und billig, und deshalb kann ich mich dem anschließen, was Kollege Onka gesagt hat. Ich halte das Verfahren für richtig, was die Landesregierung hier angestrebt hat. Es war, gibt es auch nichts zu kritisieren, Herr Staatssekretär. Ich glaube, so muss man auch miteinander umgehen. Das Thema hat ja eine hohe Bedeutung, und ich will das für mich persönlich sagen. Ich habe in meiner Zeit, in meinem Referendariat, bei der Jugendstaatsanwaltschaft vier Monate verbringen können. Vier Jahre, bin ich froh, dass es nicht war, weil das schon für die Personen, die dort tätig sind, eine sehr harte und sehr schwierige Aufgabe ist. Jugendliche, die straffällig werden und mit dem Gesetz in Konflikt treten, zu versuchen, mit den Mitteln, die wir haben, wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Und das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem ist. Das hat uns in diesem Land mehrfach beschäftigt. Und ich will nicht verhehlen, dass ich auch in meiner früheren Funktion bei der Frage von geschlossener Unterbringung von Jugendlichen häufig das Gefühl hatte, dass wir auch im Diskurs mit der SPD und auch mit dem Streit mit der SPD aus meiner Sicht ein bisschen am Thema vorbeireden. Ich habe in der Frage der Jugendhilfe, die sich ja in vielen Stellen dieser Karriere sozusagen vorgeht, bei dem, was dann strafrechtlich herauskommt, häufig von Jugendhelfern zu hören bekommen und gelernt, dass das, was wir an pädagogischen Konzepten in diesem Land haben, um jungen Menschen, die in diesem Bereich auffällig geworden sind, diese wieder auf den rechten Weg zurückzubringen, dass es häufig das Problem ist, dass man überhaupt nicht konzentriert mit diesen jungen Menschen arbeiten kann, weil viele von denen sich in diese ambulanten Maßnahmen häufig nicht eingliedern lassen. Und deshalb war schon bei der geschlossenen Unterbringung für mich die Notwendigkeit gegeben, dass man sagt, ja, das machen wir, weil eine pädagogische Arbeit im Endeffekt die bessere Variante ist, als dass viele dieser Maßnahmen an den Jugendlichen vorbeigehen. Ohne zu bestreiten, dass die Frage des Freiheitsentzugs ein massiver Grundrechtseingriff ist. Ein massiver. Und dass der Staat sehr wohl und sehr genau überlegen muss, wann er diese Maßnahme vollzieht. Und deshalb glaube ich, ist es auch richtig, dass wir hier darüber streiten. Bei der Frage, wer hat was wann vorgelegt, ja, da ist das, was die Sozialdemokraten hier vorlegen, nicht unbedingt sehr viel anders als das, was sie schon mal vorgelegt haben, aber muss ja nicht falsch sein. Ich glaube aber, wenn wir mal ganz konkret über die Frage diskutieren, die auch am Montag eine Rolle gespielt hat, aber insgesamt in der Debatte ja fast für mich jedenfalls die kennzeichnende Frage ist, der Warnschussarrest, darf ich mal für meine Fraktion sagen, zum Schluss ist wichtig, nicht was sozusagen, welches Mittel verwendet wird, sondern welches Konzept dahinter steht. Und ich finde schon, dass bei der Kritik, die es ja auch bei den Rückfallquoten beim Thema Warnschussarrest in den letzten Jahren immer wieder gegeben hat, also es ist kein Instrument, was für jeden Straftäter funktioniert. Wir wissen, dass häufig die Verhängung auch zu spät kommt, die kriminelle Karrieren schon eingeschlagen sind, dass trotzdem der Warnschussarrest an vielen Stellen ein milderes Mittel ist als die Jugendstrafe an sich und dass er häufig eben genau dazu verwendet werden soll, nochmal einen Hinweis zu geben, was folgen kann, wenn der Weg nicht geändert wird. Was wir brauchen, sind ja zwei Ebenen. Auf der einen Seite haben wir ein Instrumentarium seitens der öffentlichen Hand mit pädagogischen Maßnahmen, strafrechtlichen Maßnahmen auf der einen Seite und auf der anderen Ebene die Einsichtsfähigkeit des Täters. Alles, was wir diskutieren, hängt davon ab, ob derjenige, der dort auffällig geworden ist, mit dem Gesetz in Konflikt getreten ist, irgendwann die Einsichtsfähigkeit hat, dass dieser Weg, den er eingeschlagen hat, nicht der richtige ist. Und dass er eigentlich sein Leben auch in die eigenen Hände wieder nehmen muss, sozusagen umsteuern muss. Und da, glaube ich, meine Damen und Herren, kann der Warnschussarrest ein Instrument sein, was auf diesem Weg sozusagen eine Kurskorrektur vorzunehmen, eine wichtige und richtige Möglichkeit ist. Ich sage auch, dass wir bei diesem Thema mit Sicherheit nicht den Stein des Weisen haben. Ich glaube, Kollege Honka, Herr Staatssekretär, das Thema diskutieren wir ja nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren. Und vieles von dem, was wir dort diskutieren, muss man möglicherweise im Jahre 2014 noch wieder anders beurteilen. Die Erfahrungen, die wir sammeln mit solchen Instrumenten, sind ja teilweise massiv und teilweise stellen wir auch fest, dass eben einige Maßnahmen in dieser Frage nicht zielführend waren. Trotzdem muss ich sagen, dass ich glaube, dass beim Jugendarrestvollzugsgesetz gerade diese Frage eine sehr, sehr wichtige ist. Und ich kann für meine Fraktion erklären, dass wir auf jeden Fall bei dieser Frage weiter dabei bleiben, was wir schon vertreten haben und dieses Instrument in dieser Frage auch nicht opfern wollen.
zufriedenstellend, da hat die SPD recht, will ich Frau Kollegin Hoffmann ausdrücklich unterstützen, sind die Zahlen nicht. Es ist nicht so, dass wir sagen können, wir haben damit den Stein des Weisen gefunden. Ich glaube, Herr Kollege Honka, damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Es ist eben nur ein Mosaikstein in einer Reihe von Maßnahmen, die wir anbieten müssen. Umkehrschluss, Frau Kollegin Hoffmann, weil die Zahlen nicht so sind, dass wir damit alle erreichen, es wieder rückgängig zu machen, kann aber auch nicht der Weg sein. Und deshalb bei denjenigen, wo wir positive Ergebnisse haben, finde ich, die muss man in dieser Diskussion schon in den Vordergrund stellen. Und es ist so, dass häufig diese Debatte verkürzt wird auf die Frage, ihr macht den Freiheitsentzug, dann wird alles gut. Nein, so ist es nicht. Und es geht auch nicht darum, diese Täter vor der Öffentlichkeit wegzuschließen und letztendlich sie nicht mehr auf die Öffentlichkeit loszulassen, sondern es muss dann irgendwann Jugendarrest vollzogen wird, genau das gemacht werden, dass eben pädagogisch gearbeitet wird. Das muss auch das Ziel sein. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, wir hatten insgesamt 1500 Jugendliche, die in den hessischen Jugendarrestanstalten 2 Tage bis maximal 4 Wochen einen Aufenthalt hatten. Und wenn man den Durchschnitt sieht, der bei 11 Tagen liegt, dann kann man schon sagen, dass das im Rahmen dessen, was vorliegen muss, damit der Jugendarrest überhaupt vollzogen werden darf. Also ich meine, wir reden ja hier über Fälle, die eine lange Karriere hinter sich haben. Da kann ich nur sagen, halte ich dieses Mittel weiterhin auch für ein verhältnismäßiges. Und ich glaube auch, dass wir, wenn die Expertendiskussion, die ja bei dem Thema deutlich umstritten ist, was ich nicht negieren will, das ja auch auf dem Symposium deutlich wurde, dass wir trotzdem bei diesem Instrument bleiben sollten, weil ich zurzeit, offen gesagt, dazu auch keine Alternative sehe. Und wenn ich mich an meine Zeit bei der Jugendstaatsanwaltschaft erinnere, das will ich offen sagen, war ich häufig schockiert, wirklich schockiert, mit welchen, gerade bei den Körperverletzungsdelikten, aber auch bei den Delikten, was Eigentum angeht, mit welcher Gewalt vor allen Dingen bei den Körperverletzungsdelikten dort in einem jugendlichen Alter agiert worden ist, dass mir teilweise Angst und Bange wird. Und ich glaube schon, dass wir uns dem nicht einfach tatenlos gegenüberstellen können und sagen, wir sehen bei der Frage zu, sondern es braucht auch ein Instrument, was nicht auf die Frage der letztendlich Vergeltung ausgerichtet ist, sondern was zum Schluss die Hoffnung haben muss, und das muss auch das Ziel sein. Und deshalb glaube ich, will auch dort der Landesregierung zustimmen, dass das Thema Prävention und pädagogische Arbeit im Mittelpunkt stehen muss. Und deshalb bin ich gerne bereit, auch mit meiner Fraktion über die Frage zu diskutieren, wie ist die Ausgestaltung, was können wir dort besser machen. Mit Sicherheit ist nicht alles perfekt, aber das System, wie wir es jetzt haben, sollten wir weiter vorantreiben. Bei dem Herr Kollege Rentsch, Sie müssen zum Schluss kommen. Vielen Dank, Herr Präsident. Bei dem Grundsätzlichen, dass wir die 2 Entwürfe haben, ich glaube, dass das Verfahren, wie wir es jetzt eingeschlagen haben, ein sinnvolles ist. Wir sollten dann auch beide Entwürfe gemeinsam diskutieren. Und ich glaube, es vergibt sich keiner was, wenn er auch hier Vorschläge der anderen Seite übernimmt. Das Thema ist viel zu wichtig, als hier in die parteipolitische Diskussion einzutauchen. Vielen Dank.